Ja, hallo, herzlich willkommen. Sebastian Dörr, mein Name von der Firma Conviva. Ich freue mich, dass Sie sich zu unserem Webinar eingewählt haben mit dem Thema am heutigen Tag Traceability im Systems Engineering. Mein Name ist Sebastian Dörr. Ich bin hier für den Vertrieb zuständig und in diesem Zusammenhang möchte ich Ihnen gerne noch meinen Kollegen, den Joachim Kaspar, vorstellen. Hallo, ich grüße Sie. Der Joachim wird den primären Teil des heutigen Tages moderieren. Ich werde oder durchführen. Ich werde die wesentlichen Punkte im Vorfeld so strategischer Natur machen. Er wird den praktischen Teil freundlicherweise übernehmen. Und wir wollen auch gleich loslegen. Worum geht es bei Conviva im Allgemeinen? Wollen wir gerne am Anfang ein bisschen klarstellen, damit Sie überhaupt den Hintergrund erkennen können, weswegen wir über das Thema Vernetzung sprechen. In vielen Unternehmen gibt es zahlreiche heterogene Datensysteme. Das, was Sie hier auf meiner Folie gerade sehen, ist nur ein kleiner Ausschnitt davon. Und es gibt auf der anderen Seite aber die einzelnen Anwender, die eben immer wieder die Problematik sehen, dass sie Informationen benötigen, die häufig nicht nur aus einem System geliefert werden, sondern aus mehreren Systemen angedient werden. Das heißt also, Sie brauchen regelmäßig Teilinformationen aus System A und Teilinformationen aus System B, um aus System C oder D am Ende hoffentlich die Informationen generieren zu können, die Sie zur Befriedigung Ihres täglichen oder Ihrer spezifischen Aufgabe in Ihrem täglichen Umfeld benötigen. Das ist ein immer wiederkehrendes Ärgernis, was viele Anwender verspüren und verschwendet natürlich auch einen großen Teil derer Zeit, damit natürlich auch kostenintensiv. Aber die Zeit heißt nicht nur, dass damit Kosten verursacht werden, sondern dass die Produkte eben auch nicht so schnell entwickelt, so schnell hergestellt werden können, und so weiter und so fort. Das heißt, was wir dazu beitragen können mit unserer Lösung, ist diese Prozesszeiten einsparen zu helfen, damit schneller die Produkte in den Markt zu bekommen. Es sind keine Prozessänderungen erforderlich. Wir legen uns oben drüber, wie das genau geschieht und was wir damit meinen mit diesem etwas saloppen Spruch, werden Sie hoffentlich heute in dem Webinar gut nachvollziehen können. Und vielleicht an der Stelle nochmal so der Hinweis: Wir können eine solche Lösung in wenigen Wochen pilotartig oder in wenigen Monaten als Live-Lösung aufbauen. Und wenn wir sowas tun, fragen wir uns natürlich häufig auch und fragen wir auch unsere Kunden, was hat man denn eigentlich davon? Und deswegen haben wir uns mal überlegt, wie kann man sowas exemplarisch berechnen? Dazu gibt es eine Grundannahme. Die Grundannahme lautet, und das haben wir von vielen unserer Kunden bestätigt bekommen, dass es offensichtlich akzeptiert ist, dass Menschen, die im Konstruktions- und Projektumfeld oder im Programmumfeld von Produkten tätig sind, 25% ihrer täglichen Arbeitszeit darauf verwenden, und ich sage es mal ganz bewusst ein bisschen provokativ, verschwenden, Dinge zu suchen, so zu transformieren, dass sie weiterarbeiten können und damit umgehen zu können. Und dann letzten Endes in die Form bringen, dass sie ihre Arbeit verrichten können. Und wenn wir diese 25% mal hochrechnen, das sind also 2 Stunden pro Tag, wenn wir sagen, dass wir davon nur einen Teil einsparen, und das ist genau diese Beispielrechnung, die Sie hier auf der Folie sehen, wir behaupten einfach mal, wir könnten davon 20 Minuten einsparen. Und wenn wir, wie in diesem Rechenexempel, mal annehmen, dass das 2.500 User sind, die in Ihrem Unternehmen davon betroffen sind, dann sind das sehr schnell eine Menge Stunden im Monat, wenn man mal rein nur die Arbeitstage und die Stunden hochrechnet und kommt auf eine nicht unerkleckliche Zahl, wie gesagt, bei einem relativ kleinen Anwenderkreis und einem moderaten Stundensatz von 10 Millionen, was das Potenzial wäre, wenn man nur ein bisschen, einen kleinen Teil dieses Suchaufwandes einsparen kann. So, und genau dem haben wir uns verschrieben. Das ist genau eines der Themen, mit denen sich Conviva beschäftigt. Und das ist die Ausgangssituation, mit der wir bei vielen Kunden konfrontiert werden, dass da zwar viele Systeme ganz toll gecustomized viele hochwertige Aufgaben erledigen, ob das jetzt wie hier in der Folie dargestellt horizontal durchs gesamte Unternehmen durchgeht, also vom Engineering bis zum After Sales mal vereinfacht gesprochen,
Was alle immer wieder beklagen, sind die Medienbrüche der Systeme, der Lösungen, aber auch der Prozesse untereinander. Und das kann man jetzt natürlich genauso auch vertikal betrachten. Das heißt, wenn ich jetzt mal nur im Engineering schauen würde und mir dort alle Systeme anschaue, dann gibt es da mindestens noch viel mehr solcher Medienbrüche. Das gleiche in der Beschaffung oder in der Supply Chain oder in der Produktion selber bis hin eben hinten zum After Sales. Und wenn wir dann fragen, was hat das eigentlich für eine Implikation? Kurze Zwischenfrage, Sebastian. 80% administrativer Overhead, ist das nicht ein bisschen viel? Zugegebenermaßen ist das jetzt eine etwas plakative Marketingaussage. Wir haben Kunden, die eben, wie vorhin schon gesagt, 25% attestieren und das scheint auch eine akzeptierte Zahl zu sein. Wir haben aber auch andere, die uns gesagt haben, hey, das sind mindestens mal die Hälfte der Zeit, die die Menschen dazu bringen. Und wir hatten tatsächlich auch schon mal einzelnen Kunden, der gesagt hat, das sind 80%. Da läuft sicherlich was anderes noch falsch. Okay, das ist also der Extremfall. Genau. Das heißt, auf der anderen Seite, wenn man das wieder umrechnet, nur ein kleinerer Teil der Zeit verbringen die Menschen eigentlich mit dem, was sie besonders gut können oder können sollten. Und wo wir dazu beitragen wollen mit unserer Lösung, ist, dass einfach dieser produktive Arbeitsanteil wieder deutlich nach oben geschraubt wird. Ja. Was sind denn so typische Ansätze, die man finden kann, auf dem Markt, um solche Medienbrüche zu überbrücken? Ja, ganz klassischer Anwendungsfall ist, Monolithen zu bauen. Das ist ja in der Vergangenheit extrem forciert worden. Es wurde von vielen, auch von den Hochschulen proklamiert, dass man nur, wenn man ein großes, zum Beispiel massives PLM-System mit sämtlichen vor- und nachgelagerten Prozessen bestückt, dass nur dann die Single Source of Truth einzuhalten ist. Und vielleicht wird gerade noch ein ERP-System akzeptiert nebendran, aber sonst eigentlich nichts. Das ist natürlich ein gewaltiger Aufwand, der da betrieben werden muss. Man kann natürlich auch einzelne Systeme Punkt zu Punkt verbinden. Aber auch da besteht dann die Schwierigkeit, wenn man viele solcher Systeme hat und bei den meisten großen Automobil-OEMs oder auch Zulieferern ist das überall die gleiche Situation. Es gibt eben nicht die 2, 3, 4 Systeme, sondern es gibt eigentlich eher so die 20, 30, 40, 500 Systeme, die dort existieren. Und wenn man die alle Punkt zu Punkt verbinden will und es ändert sich an einer Stelle irgendwo was, bricht dieses fragile Gebilde sehr schnell auch zusammen. Und dann gibt es. Vor allem, wenn ich ergänzen darf, das Master Data Management, das ist ja ein sehr langlaufender Ansatz. Also da wird ja im Prinzip über Jahre versucht, viele Systeme in ein neues System zu migrieren. Bis das fertig ist, hat sich ja die zugrunde liegende IT-Infrastrukturlandschaft schon wieder geändert. Genau, zumal sich ja auch der Markt sehr viel schneller dreht. Also es gibt natürlich auch die großen Vendoren, die sagen, leg mir genügend Scheine auf den Tisch, dann mache ich dir das alles. Aber wir glauben eben auch beobachtet zu haben und aus vielen Gesprächen mit Kunden erfahren, haben wir dort erfahren, dass das, wie der Joachim eben schon sagte, sehr ressourcenintensive Projekte sind, die extrem lange brauchen, die hohe Risiken bergen hinsichtlich, ob sie überhaupt erfolgreich werden oder fehlschlagen, deren Kosten kaum kalkulierbar sind und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, die einen hohen Prozessänderungsaufwand typischerweise nach sich ziehen. Und deswegen proklamieren wir einen anderen Ansatz, nämlich das Vernetzen der gesamten Daten-Value-Chain, wenn Sie so wollen, um eben die existierenden Systeme nicht top-down, sondern bottom-up, so wie sie heute da sind, zu vernetzen. Denn das, was Sie heute machen als Kunden, ist ja häufig eben auch schon ein sehr guter Prozess, aber eben einer, der noch deutlich verbesserbar ist. Und die Intention ist also, die Möglichkeiten der Systeme, die heute schon existieren, zu hebeln und damit dieses krasse Missverhältnis, was wir am Anfang dargestellt haben, idealerweise ins Gegenteil umzukehren. Und dazu bedienen wir uns natürlich auch verschiedentlicher Methodiken und auch Standards. Unter anderem haben wir den Code of PLM Openness unterzeichnet. Joachim, vielleicht kannst du ganz kurz ein paar Takte dazu sagen, was es damit auf sich hat. Ja,
der Code of PLM Openness. Das ist eine Art Standard-Zertifizierung, die so von der Idee her kam, aus dem ganzen PDM-PLM-Bereich. Das sind inzwischen 76 Firmen, die das unterschrieben haben, als im Prinzip Hersteller, Tool-Vendoren und damit sagen, okay, wir möchten unsere Systeme eben offen gestalten entlang verschiedensten Kriterien. Die Kriterien sind dann also genauer definiert im Bereich Interoperabilität, Infrastruktur, Erweiterbarkeit, Interfaces, Standards, Architektur und auch noch Partnerschaftsmodelle im Geschäftsmodell der teilnehmenden Firmen. Durch diese Unterschrift sagt man im Prinzip erstmal, dass man also Offenheit im Bereich PLM, Datenaustausch und Migrationsansatzpunkte in der eigenen IT-Lösung zur Verfügung stellen möchte. Im weiteren Schritt kann man sich dann zertifizieren lassen. Da laufen zurzeit drei Auditierungen, sogenannte Pilotauditierungen, und wir sind sehr stolz als Conviva da, als eine der ersten drei bei dieser Pilotauditierung dabei sein zu dürfen. Genau. Also es ist eine Sache zu sagen, wir wollen da dabei sein. Das haben, glaube ich, ja viele getan. Die Zahl ist ja deutlich höher, derer, die das unterschrieben haben. Aber wie eben schon gesagt, das Speziellere und Besondere daran ist, dass wir und unsere Lösung lebt ja auch von der Offenheit nicht nur unseres Systems, sondern auch der anderen. Und dann ist es natürlich naheliegend, dass wir uns da auch nach vorne bewegen und sagen, wir wollen das eben nicht nur unterschreiben, sondern wir stehen dazu und wollen uns auch daran messen lassen und deswegen auch die Zertifizierung. Ja, Genau. genau, so kann man das sagen. Jetzt sag doch mal, Sebastian, was ist denn so das grundsätzliche Herangehen, wenn wir eine technische Lösung aufbauen? Genau, wir haben versucht, hier mal die drei wesentlichen Schritte zu skizzieren, die erforderlich sind, um zu einer solchen Conviva-Lösung zu kommen. Und an der Stelle vielleicht der kurze Hinweis, dazu ist keinerlei Programmiertätigkeit notwendig, sondern Sie können das selber machen. Sie können aber auch einen Ihrer üblichen IT-Berater, IT-Consultants dazu verwenden und können dort Kollegen aufschlauen lassen, die das in Ihrem Sinne machen. Denn Sie oder auch Ihre typischen Berater haben ja oftmals sehr große Prozesskenntnis, sehr tiefgreifende Prozesskenntnis Ihres Unternehmens, Ihrer Prozesse, noch viel mehr, als wir das hätten. Dennoch ist es in der Regel so, dass wir so ein erstes Projekt gerne mit Ihnen gemeinsam machen, weil wir eben einen guten Überblick haben, was man mit der Lösung bauen kann, und dann sukzessive übernehmen Sie selbst das Ruder. Bei den meisten, insbesondere bei den großen Kunden, sind wir so verfahren. Bei Einzelnen haben wir das sogar so gemacht, dass wir von Anfang an die Kollegen aufgeschlaut haben und mehr so in der Funktion des Coachings waren. Was gibt es zu tun? Es gibt im Wesentlichen drei Schritte. Man sieht hier auf der linken Seite den sogenannten Data Analysis Layer, diese blauen Boxen, die Sie hier in dem unteren Bildschirm sehen. Ich versuche das gerade mal ein kleines bisschen deutlicher hervorzuheben, noch ein bisschen zu vergrößern. Diese blauen Boxen, die man hier sieht, das sind also sogenannte Datenanalyse-Prozessmodule. Von denen haben wir so ungefähr 350, 400 Stück. Die kann man sich per Drag and Drop hier links aus einer Auswahlliste von Modulen einfach per Drag and Drop darüber ziehen, zieht dann so einen Verbindungsfall von einer Box zur anderen. Das zeigt also den Datenfluss auf. Und in diesen Boxen können Daten gelesen, Daten aggregiert werden, weitere Spalten hinzugefügt werden, Metadaten neu berechnet werden. Aber eben nicht nur die Aggregation, was ja ein ETL-ähnlicher Prozess ist, sondern eben auch die Vernetzung zu berechnen. Also mit Vernetzung meinen wir, dass die Zeichnung, auf der vielleicht erkennbar ist, dass das Bauteil 4711 enthalten ist, mit dem Stücklistensystem automatisiert verbunden werden kann, wo das Bauteil 4711 eben in seiner ganzen Detaillierung und seinen Abhängigkeiten hinsichtlich Requirements und seinen Abhängigkeiten hinsichtlich, zu welchem System gehöre ich, welche Funktion erfülle ich etc. Und das ist ja unser Schwerpunkt heute, relationiert werden kann. So, wenn ich diese Datenanalyseprozesse aufgebaut habe, dann erzeuge ich quasi am Ende eines jeden solchen Prozessschrittes die Instanzen in meinem Netz. Das heißt, was wir generieren, ist letztlich ein semantisches Netz, ein Graph, wenn Sie so wollen, in dem diese Instanzen abgelegt werden, und diese Knoten werden untereinander mit Kanten verbunden, sprich mit den Relationen,
in welcher Relation steht eben das Bauteil zu dem System, das System zu dem Subsystem, zu den Funktionen, zu den erfüllten Requirements, zu den Tests des Requirements etc. Knoten und Kanten, das wäre dann im Prinzip ein Graph. Da wird zuerst mal definiert, was ist das Schema des Graphen, also was sind die prinzipiell möglichen Relationen zwischen verschiedenen Objektarten. Und mit Instanzierung, wenn ich dich richtig verstanden habe, damit meinen wir jetzt also ganz konkrete, ein konkretes bestimmtes existierendes Bauteil mit einer bestimmten Bauteilnummer, das dann in diese auf der Schemaebene sozusagen die Klasse oder Kategorie Bauteil zugeordnet bekommt. Ganz genau so ist es. Und wenn ich dann mal so ein Netz, so einen Graphen aufgebaut habe, dann kann der natürlich sehr groß werden. Sie können sich sicherlich vorstellen, wir haben einen Kunden wie Bosch, der viele Hunderte von Millionen solcher Knoten hat und aber Milliarden von Relationen hat. Und es ist natürlich für den einzelnen Anwender nicht immer zielführend und auch gar nicht notwendig, dass der davon immer alles präsentiert bekommt. Das heißt, ich muss mir dann überlegen, im nächsten Schritt in diesem sogenannten Information Access Layer, welche Informationen aus dem Netz möchte ich für eine bestimmte Aufgabenstellung oder für eine bestimmte Rolle in welcher Form visualisieren und wie gestalte ich die Navigationsmöglichkeit, die Traversierung dieses Netzes, um also sagen zu können, okay, dieses Bauteil taucht in dieser Zeichnung auf, diese Zeichnung hat mit dem Systemmodell, dieses Systemmodell hat ein Subsystemmodell und für dieses ist eben verantwortlich der Kollege XY. Um diese Abhängigkeitskette visualisieren zu können, dazu gibt es eben, wie gesagt, diesen Information Access Layer, mit dem ich also definiere, was von diesem Netz soll wie dargestellt werden. Und im dritten Schritt haben wir auch wieder im Prinzip so eine Art Baukasten, in dem man sich flexibel zusammen konfigurieren kann, das grafische Benutzer-Frontend, was Sie jetzt gleich im Anschluss auch an einer Live-Demo als Beispiel sehen werden. Also nochmal zusammengefasst, alle diese drei Schritte sind im Prinzip Konfigurationen bestehender Techniken, die wir bei Conviva über viele Jahre programmieren. Arbeit entwickelt haben, die parametrisiert werden können, die natürlich auch noch customized werden können, aber im Prinzip ziemlich einfach so per Drag and Drop zusammengebaut werden können, um also Informationsbrüche in beliebigen Medienlandschaften zu kitten. Genau, das hast du so sehr schön zusammengefasst, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Danke. Gerne. Vielleicht werfen wir noch einen kleinen Blick unter die Motorhaube und zeigen noch mal kurz, wie ist die Struktur, die logische Architektur. Es ist also jetzt weniger Technik, sondern mehr die Logik, die dahinter steckt. Ganz unten haben wir also die üblicherweise sehr heterogenen Quellen, ein PLM-System, Stücklistensystem, Requirements-System, aber auch Produktionsdaten, kommerzielle Daten aus dem ERP, aus Dokumentenmanagementsystemen oder auch unstrukturierte Daten, also die vielen Excel- und Word-Files, die ja auch verwendet werden in den vielen Unternehmen. Die werden hier angedeutet durch diesen Pfeil regelmäßig untersucht, typischerweise nicht immer alles, sondern in der Regel nur das Delta, was sich verändert hat, von diesen sogenannten Datenanalyseprozessen, die wiederum diesen Graphen generieren, also nicht nur die Instanzen, sondern auch die Relationen der Instanzen zueinander und dann über diese Information Access Rules auf dieser Ebene, die wir vorhin auch diskutiert haben, schon gelesen. Und das, was dann gelesen wird, wird via Webservices in die ein oder andere Applikation eingespeist. Das heißt, ich kann mir also aufgabenbezogene, einfache, schlanke Web-Applikationen definieren, in denen eben diese Informationen visualisiert werden. Und das kann ich nicht nur in Conviva-Apps machen, sondern ich kann das auch in andere Applikationen mit einbinden. Zum Beispiel haben wir Kunden, die Informationen aus dem Netz in ihrem Teamcenter, in ihrem Windchill oder in was auch immer für einem PLM-System mit visualisieren, ohne dass dazu eine Conviva-App notwendig ist. Oder die das kombinieren mit irgendwelchen Business Process Management Systemen, mit Projektmanagement Tools etc., um eben die Datenlage eines bestimmten Maturity States von bestimmten Projekten visualisieren zu können. Das ist im Prinzip im Anschluss nochmal an die Folie zum Code of PLM Openness so ein Beispiel für eine
offene Schnittstelle oder die Möglichkeit zur Interoperabilität, die wir bereitstellen, dass eben nicht Conviva als alleiniges Frontend dient, sondern das kann im Prinzip unsere Lösung auch als Backend dienen und andere in eine größere Tool-Landschaft integriert werden. Ganz genau, das ist zum Beispiel auch ein Thema, was jetzt ein großes Automobil- und Truck- und Busunternehmen im Südwesten Deutschlands für sich so entschieden hat. Bei diesem OEM hat man lange überlegt, wie man die Zukunft des PLMs in dem Unternehmen sieht, ob man jetzt anfängt, einzelne PLM-Systeme auszutauschen und die anderen Systeme in dem gesamten Wertstrom der Daten anpassen muss. Man hat sich dafür entschieden, einen sogenannten Data Layer über die gesamte Systemlandschaft drüber zu legen, um eben schlanke, einfache Apps bauen zu können. Aber das birgt eben die Chance, dass man später unter dieser Motorhaube, wenn Sie so wollen, die Systeme sowie auch die Prozesse überdenken kann und migrieren kann. Und das ist eigentlich die Zukunft im PLM. Genau, das sehen wir so. Also nicht nur vernetzen, sondern tatsächlich eben auch diesen persistenten Layer, diesen Graphen, den wir hier dargestellt haben. Und damit sind wir auch nach unserem Kenntnisstand einzigartig am Markt. Aber wir wollen jetzt gar nicht so generell über Conviva und die Möglichkeiten von der Conviva-Lösung im Allgemeinen sprechen, sondern wir hatten ja heute uns das Thema Traceability im Systems Engineering vorgenommen. Und Joachim, vielleicht kannst du ganz kurz unsere Teilnehmer abholen, wie wir den Link jetzt herstellen, Systems Engineering, V-Modell, was hat es damit auf sich und wo sind da so ein bisschen die Schwierigkeiten zu sehen? Ja, vielleicht mal ganz kurz zum Einstieg in das Thema Systems Engineering rein eine Beispieldefinition, worum geht's dort? Im Systems Engineering geht es kurz und knapp darum, dass wir im Endeffekt erfolgreich Systeme realisieren möchten. System kann im Prinzip erstmal alles Mögliche im Bereich technischer Produktentwicklung sein. Sei das ein Flugzeug oder eine Brücke oder eine Komponente, die verbaut wird in die internationale Raumstation oder ein Greifroboter. Die Arbeitsinhalte des Systems Engineering beschäftigen sich hauptsächlich in der frühen Phase im Produktentwicklungsprozess damit, möglichst genau zu definieren und zu dokumentieren, was sind die Anforderungen an das System. Und dann im Folgeschritt das Systemdesign herunterzubrechen in Subsysteme. Subsysteme können dann auch schon wieder von Zulieferern zum Beispiel entwickelt werden. Die Idee im Systems Engineering ist also, oder beziehungsweise der Anspruch ist, eine Kontrolle der Implementierung von dem, was am Anfang spezifiziert wurde, dass also auch die real existierenden, entstehenden Entwicklungen, die dann am Schluss herauskommen, über alle Ebenen des Entwurfsprozesses konsistent bleiben. Das soll also ein strukturierter Entwicklungsprozess sein. Das nennt man dann Absicherung, Verifikation und Validierung. Rechts sehen Sie angedeutet so mal ein Beispiel V-Modell, wo man im Prinzip anfängt von dem Requirement, also der Anforderung auf ein System, auf eine Baugruppe, zu Englisch Assembly, auf ein Bauteil, zu Englisch Part, rechts angelagert wieder die Integration inklusive Bauteiltest, Baugruppentest, Systemtest und der schlussendlichen Absicherung haben wir die ursprünglichen Requirements erfüllt. Also ist das System, was wir gebaut haben, auch das, was der Kunde haben will. Okay. Gut, jetzt unterstellen wir ja mal, dass Sie, unsere Zuhörer, da einigermaßen versiert sind und wissen, worum es da geht. Jetzt wollen wir doch mal ein bisschen konkreter reingucken, Joachim. Was hat es damit auf sich? Wo sind denn da die Schwierigkeiten heute? Wo kämpfen denn die Anwender eigentlich damit? Und so mittelfristig dann natürlich auch die Fragestellung, wie kann man das jetzt verbessern? Ja, die Frage, die haben wir auch schon mal gestellt, und zwar im Tag des Systems Engineering. Letztes Jahr hatten wir einen zweistündigen Tool-Vendor-Project, hatten da, glaube ich, so knapp 30 Teilnehmer. Die haben wir gefragt, wie sehen Sie das? Also strukturierter Entwicklungsprozess und Kontrolle der Implementierung über alle Ebenen, ein hehrer Anspruch. Wie schaut das bei Ihnen im Unternehmen aus? Haben wir ein paar ganz interessante Antworten bekommen, nämlich natürlich in der Praxis schaut es nicht so ideal standardmäßig aus, wie man sich das in der Systems Engineering Theorie vorstellt. Wünsche waren zum Beispiel immer, also Hierarchien sollten gebildet werden können. Also in den Entwicklungsprozessen wird es sehr oft versucht, hierarchisch Dinge herunterzubrechen, um eben Komplexitäten zu reduzieren und dann kleinere Gruppierungen auf verschiedenste Entwicklungsabteilungen herunterzubrechen. Das muss dann natürlich am Schluss wieder zusammengefügt werden. Und da ist ein ganz wichtiger Punkt, die Transparenz darüber, wo sich welche Daten
finden. Man könnte noch ergänzen, wann. Weil das ist typischerweise eben auch nicht gegeben. Das finden wir ja auch immer wieder im Gespräch heraus, dass da eben verschiedenste IT-Tools, Methoden, Prozesse oder auch durchaus unterschiedliche Entwurfsphilosophien da drin sind. Vielleicht, wir brauchen gar nicht jetzt groß den Text lesen. Sie als Teilnehmer bekommen ja auch die Folien im Anschluss zur Verfügung gestellt. Die Notwendigkeit des Systems Engineering zeigt sich jeden Tag und muss nicht diskutiert werden, fand ich noch ein ganz nettes Zitat. Ja, okay, gut. Jetzt ist ja die Frage, wie kann man jetzt den Bogen spannen? Was für einen Beitrag können wir von Conviva dazu leisten, um das Ganze eben zu vereinfachen, zu verbessern, handhabbar zu machen für die Nutzer? Genau. Die Frage stellt sich also, wie können wir diesen Gap closen? Der Anspruch sehr hehr, die Realität im Unternehmen nicht so schön. Wir schauen uns das mal an einem konkreten Beispiel an. Das Beispiel bezieht sich auf die Entwicklung eines Motorrades. Links oben zur visuellen Darstellung. Okay, so könnte ein Motorrad aussehen. Rechts sehen Sie angedeutet im Prinzip so ein mögliches V-Modell, ohne dass wir jetzt mal die Prozessphasen dazu geschrieben haben. Also stellen Sie sich Ihr Lieblings-V-Modell vor, Ihre Lieblingsentwicklungstools. Darunter liegen immer sehr konkrete, spezialisierte Datenhalterungssysteme und Dokumente zugeordnet in diesen Systemen. Und wir haben entlang des Produktentwicklungsprozesses eine ganze Reihe verschiedenster Anwender, die mit diesen verschiedenen Autorentools arbeiten. Traceability ist ja der Titel unseres Webinars. Das kann man auch anders formulieren. Traceability ist im Prinzip durchgängige Vernetzung von Artefakten, die im Entwurfsprozess technischer Produkte entstehen. Also ich möchte wissen, ich habe Bauteil XYZ, zu welchem System gehört das, zu welcher Anforderung haben wir dafür Tests oder wenn es im Prototypenstadium ist, hat vielleicht die Simulationsabteilung eine Simulation, die dieses Bauteil simuliert, solange es noch nicht im Physikalischen angekommen ist, um vielleicht dort im Parameterraum Optimierungen machen zu können. Was ist jetzt der Mehrwert einer durchgängigen Vernetzung solcher Entwicklungsartefakte aus verschiedensten Benutzersichten? Dafür haben wir eine Demo gebaut, die eben verschiedene Objekte mal plakativ darstellt. Stellen Sie sich vor, wir haben ein System gegeben, und die Baugruppen werden aber in einem anderen IT-Tool verwendet, die Bauteile werden auch wieder in einem anderen System gemanagt und die Testcases sind wieder ganz woanders gemanagt. Sebastian, du hast ja vorhin sehr schön erklärt, was Conviva macht, nämlich Strukturbrüche kitten und die Demo, in die wir jetzt mal live reinschalten, wenn du mir Ja, genau, das wollte ich jetzt das gerade sagen. umschaltest, Das genau. ist jetzt die Theorie. Jetzt lass uns doch mal in die Praxis gucken. Jetzt muss ich mal ganz schnell gucken, dass ich hier die Kontrolle an den anderen Rechner übergebe. Jawohl, jetzt müsste das gehen. Jetzt sehen Sie gleich den Bildschirm meines Kollegen, wo er die Demo schon aufgerufen hat. Okay, hier sehen Sie ein beispielhaftes Conviva-Benutzeroberfläche. Ein Suchschlitz, wie man ihn auch typischerweise von Google kennt, in dem wir nach uns bereits bekannten Begriffen suchen können oder Bauteilnummern. Ich nehme zum Beispiel mal einfach Exhaust, das ist dann das Auspuffrohr des in Frage stehenden Motorrades. Sie sehen, jetzt wird eine Autocomplete durchgeführt, das heißt, basierend auf den Daten, die eben vorneweg im ersten ETL-Prozess, könnte man sagen, analysiert wurden, finden wir natürlich raus, was sind typische technische Begrifflichkeiten, die hier als Autocomplete dienen könnten. Jetzt könnten wir zum Beispiel schauen, Exhaust Components, das klingt so ein bisschen nach einer Baugruppe. Aha, das, was Sie jetzt hier sehen, in der Mitte ist im Prinzip eine Vorschau auf mögliche Treffer, die dann noch weiter gefiltert werden könnten. Einmal eine Baugruppe, die in-house entwickelt wird von Personen so und so, in dieser Version, gespeichert in diesem und jenem System. Andererseits finden wir auch einen Baugruppenproduktionsplan, der sich darauf befindet. Das war jetzt einfach mal der Einstieg mit einer Freitextsuche. Alternativ sehen Sie zu Ihrer Linken hier verschiedenste Kategorien zur Filterung.
Man kann sich vorstellen, wenn also diese Suchtreffermenge etwas größer wäre, ich suche vielleicht einfach mal nach System, dann sollten da wahrscheinlich relativ viele Systeme drin sein, wenn es hier um Systems Engineering geht. Aha, wir haben ein Vehicle System Model, wir haben ein Powertrain System Model, ein Chassis System Model, ein Equipment System Model. Das geht so die ganze Reihe weiter fort und das sind mir viel zu viele Treffer. Ich interessiere mich vielleicht wirklich nur für Systeme, die aus der Abteilung Purchasing Office kommen. Purchasing Office klingt so nach Zulieferer. Aha, wir haben ein Bremsensystem. Das ist eine Baugruppe, die von einem Zulieferer angeliefert wird. Wer ist dafür verantwortlich? Aha, diese Person aus dem Bereich Einkauf. Oder ein ABS-System. Aha, gleiche Person. Gut, klingt so, als hätte Brake-System und Anti-Lock-Braking-System etwas miteinander zu tun. Dadurch habe ich also durch diese Filtermöglichkeiten schon mal die Möglichkeit, mir eine relativ große Treffermenge kleiner darstellen lassen zu können. Gehen wir mal zurück zu dem Beispiel Exhaust Component. Oh, ich habe einen Filter aktiviert, den mache ich weg, dann treffe ich auch die Exhaust Components und ich klicke jetzt hier drauf. Dann bekommen wir eine sogenannte Detailansicht. Hier wird also für einen einzelnen Treffer angezeigt, im Prinzip alle Metadaten, die wir herausbekommen haben aus den Quellsystemen. Aus Ist das nur Text oder kann man das auch irgendwie grafisch sehen? Das kann man auch grafisch sehen, ja, also Baugruppe jetzt in dem Fall nicht, aber ich glaube, Bauteil haben wir. Da würde ich mal schauen. Ja, wir haben zum Beispiel hier eine Vernetzung. Jetzt sehen wir, aha, Exhaust Components wird produziert von Produktionsplänen. Du wolltest jetzt ein Bauteil sehen. Ich mache mal eine Unterfilterung und schauen wir mal, was unter Exhaust Components liegt. Ich gehe davon aus, dass wir da Bauteile finden. Das ist das Schöne bei Live-Demos, dass man mal kurz denkt, rechnet er noch? Aha, Primary Belt Gear, Exhaust Rear könnte doch sowas sein, Exhaust Front. Ja, das ist ganz klar ein Bauteil. Da haben wir dann nicht nur Textinformationen, da haben wir dann zum Beispiel auch eingebunden einen 3D-Preview. Wenn der jetzt auch noch live berechnet, wäre schön. Ansonsten lade ich es nochmal neu. Zeig vielleicht erstmal noch ein bisschen was anderes. Zum einen natürlich viel Text, Attribute, das ist immer sehr fachspezifisch. Vielleicht, wenn ein Versionierungssystem angebunden ist, ein Bauteil sehr oft geändert wurde. Typischerweise auch eine Historie vorhanden, welche Person hat wann was geändert, in welchen Status. Vielleicht möchte ich auf bestimmte Stati dann filtern. Schauen wir mal, ob der 3D-Preview jetzt noch läuft. Ich lade die Seite nochmal neu und versuche mein Glück nochmal von vorne. Das war nämlich das WebGL, das eben hier im Hintergrund abgeschmiert ist. Ich klicke mal direkt auf Parts als Einstiegsfilter und nehme ein anderes Bauteil. Ringarm. Ah ja, gut, der hat jetzt schneller geladen. Da war im Hintergrund ein WebGL-Teilkomponente abgestürzt. Das ist browserspezifisch. Das kann man auch drehen, weil das ein wirkliches 3D-Modell ist, was eingebunden wird. Und man hat den Absprung in das externe Programm, also eine Vernetzung in ursprüngliche Autorensysteme. Der lädt jetzt auch live. Und er lädt auch dieses Bauteil. Das ist sehr schön. Ich könnte jetzt hier noch direkt mal alle Gruppen, mehr Gruppen sichtbar machen oder alle Gruppen sichtbar machen. Dann wird wieder gerendert. Das kann eine Weile dauern und dann sollten wir im Idealfall, das ist wieder eine Rendering-Sache. Ich habe noch eine Baugruppe gefunden. Ah, es werden immer mehr Bauteile. Und jetzt sieht man auch, aha, da ist tatsächlich ein Motorrad. Was schön ist auch, wenn wir dann wiederum in externe Systeme uns einbinden können. Ich kann dann zum Beispiel auf hier eine geometrische Fläche gehen, dann wissen wir, aha, da ist eine bestimmte Zuordnung. Kann ich ein Rechtsklick-Kontextmenü vielleicht erweitern und dann eine Conviva-Integration auf der anderen Richtung hinbekommen. Das heißt, die Metadaten. Das wäre jetzt so eine Anwendung, wie ich das vorhin in dem Architekturdiagramm gezeigt habe. Das ist also keine Conviva-Anwendung, die man jetzt hier sieht. Auch die Visualisierung zeigt jetzt quasi nur Metadaten aus dem Netz an, ohne dass ich in die Applikation der Demo-Anwendung, die du eben gezeigt hast, sondern ich bin in diesem
3D-Streaming-Pool drin, was mit ContentViewer gar nichts zu tun hat, außer dass eben dort Verknüpfungen hinterlegt sind übers Kontextmenü abrufbar. Genau. Kann man da auch wieder nach ContentViewer zurückkommen? Kann man auch wieder zurückkommen, wenn ich jetzt hier auf diesen Link klicke. Okay. Ich hoffe wieder, dass die Live-Demo funktioniert. Aha, der Tank. Ich klicke nochmal eins zurück. Ja, das war das Bauteil, auf das wir geklickt haben. Hier ist in der Preview, sehen wir zum Beispiel auch schon den Namen der Entwicklerin und die Abteilung, Equipment Engineering. Und das gilt im Prinzip für alle Artefakte. Was man typischerweise also immer hat, ist jedes Mal pro Artefakt, pro Detail immer einen Absprung in ein natives Quellsystem. Sei das jetzt ein 3D-System, wie eben hier beispielhaft gezeigt, oder dann domainspezifische Entwicklertools. Okay. So, jetzt waren wir im Bereich Systems Engineering unterwegs. Man sieht, wenn man auf die Hauptseite geht, hier links oben sehen Sie auch das V-Modell ein bisschen angedeutet. Jetzt kann ich vielleicht, wenn ich noch etwas Zeit habe, kurz zeigen, was so der Mehrwert einer durchgängigen Vernetzung aus dem Bereich Systems Engineering ist. Also Systems Engineering sind ja dann wirklich immer die domänenübergreifenden Fragestellungen. Ich kann zum Beispiel simulieren, ich habe gegeben einen Bauteiltest. Und wir hätten jetzt mal bei unserem beispielhaft vorgestellten Unternehmen einen Medienbruch zwischen Bauteiltests und Baugruppentests. Hier gäbe es also keine Verbindung. Wir wissen aber, dass folgende Relation indirekt möglich ist. Jeder Bauteiltest testet genau ein Bauteil. Jedes Bauteil ist enthalten in genau einer Bauteilgruppe. Jede Bauteilgruppe ist im Test, ist under Test in genau einem oder mehreren Baugruppentests. Das heißt, durch so eine dreifache indirekte Relation können wir so einen jetzt an diesem halt mal beispielhaften Relationspfad schön darstellen. Wir schauen mal Primary Belt Test im Detail an. Interessieren uns jetzt nicht direkt für den Primary Belt Test, sondern über die Related Treffer. Wie finden wir hier Baugruppentests zu? Ich mache hier mal eine Unterfilterung und dann sehen wir, aha, der Primary Belt Test ist indirekt verbunden mit Powertrain Materials Test, was ganz logisch klingt. Und warum? Das ist dann auch immer eine typische Frage. Man möchte dann eine Erklärung bekommen, warum ist dies der Fall? Das ist jetzt in der Demo hier oben mal durch den sogenannten Erklärungspfad angedeutet. Der primäre Antriebsstrang-Test ist als Test, testet den primären Antriebsstrang. Das ist also das Bauteil. Das Bauteil ist enthalten in der Baugruppe Powertrain, Antriebsstrang, und der Antriebsstrang selbst wird getestet durch Antriebsstrang-Materialtests mit folgenden Ansprechpartnern. Das heißt, wir haben also über drei Relationierungsschritten im Prinzip ein komplexes Suchszenario, wo ein Anwender, gegeben er hat verschiedenste IT-Frontends, durchaus verzweifeln kann, weil er immer an drei verschiedenen Stellen klicken muss, bis er dann ein eindeutiges Ergebnis kriegt. Solche Prozesse kann man durchaus automatisieren im Hintergrund, sodass der Endanwender weniger Rechercheaufwände hat. Das ist aber auch, wenn ich da gerade nochmal zwischenfragen darf, der Unterschied zum Beispiel zu einer Google-Suche, wo ich ja auch relativ leistungsstark suchen kann, aber wo mir im Grunde immer zu einem Suchbegriff ganz viele Treffer angezeigt werden, aber immer nur die Treffer, die eben am Ende des Tages da zu diesem einen eine Beziehung haben. Und hier ist der Unterschied eben der, dass ich über diese verschiedenen Stufen hinweg marschieren kann und auch suchen kann und die Abhängigkeiten finden kann. Genau. Das war jetzt so ein relativ einfaches Beispiel. Das kann beliebig komplex werden. Wir wollen es jetzt nicht übertreiben. Ich schaue nur noch mal ganz kurz nach Change Request. Sebastian, du hast ja auch schon ein Video aufgezeichnet, was wir auch zur Verfügung stellen im Nachgang. In dem sieht man das dann auch noch sehr ausführlich erklärt, wie in so durchaus schwierigeren Anwendungsszenarien, wie ich habe eine Änderungsanfrage gegeben, die durchaus sehr viele verschiedene Stellen betreffen kann und sehr viele verschiedene Relationen gefolgt werden müssen, damit der Endanwender vernünftig weiterarbeiten kann, wie sowas funktioniert. Sie sehen das hier links mal kurz angedeutet mit diesen blauen Strichen, was da für Schwierigkeiten dahinter stecken. Schauen Sie sich dieses Video gerne getrennt nochmal an.
Ich glaube, wir haben auch den Link in den Folien dann Genau, drin. zeige ich gleich, wenn ich wieder auf meinen Bildschirm zurückschalte, welcher Link das ist. Aber Sie bekommen die Folien ja auch. Jetzt habe ich mein Mikro, glaube ich, hier leise geschaltet. Sie haben mich möglicherweise über Joachims Mikro gehört. Also den Link auf diese Folien bekommen Sie auch. Und in diesem Link ist dann wiederum der Link auf dieses Video, was der Joachim gerade erwähnt hat, drin. Das brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht mehr zeigen. Das hatten wir in einem der letzten Webinare bereits aufgezeichnet. Ich würde dann, Ja. sind wir soweit durch mit der praktischen Demo? Ja. Dann haben wir dann hier gleich auf die Folie zurückspringen. Ich muss gerade mal die richtige suchen. Okay, also ein paar Minuten haben wir noch Zeit. Willst du das Beispiel noch einmal durchexerzieren oder wie machen wir weiter? Wir können auch durchaus gerne Fragen von Teilnehmern beantworten. Vielleicht überlegen Sie sich schon mal was. Wir haben ja auch noch Genau, wir ein paar haben. Folien im Nachgang, bevor wir die jetzt anfangen. Sie können jetzt ruhig uns beliebige Fragen Genau. stellen. Unten im Chat, wenn Sie in dem Webinar to go Chat Panel unten mal auf Chat auf den Pfeil klicken, dann können Sie dort Ihre Fragen direkt eingeben. Wenn Sie Fragen haben, können wir die gerne auch direkt beantworten. Ansonsten würde ich jetzt mal auf meinen Monitor wieder zurückschalten. So. Okay, jetzt muss ich Ihnen, glaube ich, nur noch sagen, welchen von beiden Monitoren ich übertragen will. Ah, das ist schon der richtige. Okay, so, das ist also nochmal die Oberfläche, die der Joachim eben auch gezeigt hat. Hier ist, wie gesagt, auch der Link drin zu dem kleinen Video, wo wir nochmal so ein Änderungsszenario, wo wirklich Marketing und Technik zusammensprechen und wo eben auch Requirements und dann letztlich auch beteiligte Systeme mit durchlaufen werden und gezeigt werden. Das ist also im Grunde nochmal so ein Anwendungsbeispiel, wo man das nochmal sehr schön nachvollziehen kann. Das zeigt also letztlich nochmal, wie wir mit dem Ansatz, das, was wir vorhin angesprochen hatten, also die Realität in Ihren Unternehmen bei den Kunden vor Ort eben zu haben, wo eben sehr stark produktzentriert, aber eben auch kostenorientiert das Tagesgeschäft durchlaufen wird und wie man eben mit Conviva diese Vielfalt der Systeme vernetzen kann und mehr so den datenzentrierten Ansatz fährt, der dann für bestimmte Benutzergruppen spezifische Apps bereitstellt, also kleine, schlanke, einfache, modulare Apps und damit natürlich auch sehr schön den Systems Engineering Ansatz. Vielleicht kannst du da noch drei Punkte abschließend dazu sagen, unterstützen kann. Ja, den Systems Engineering Ansatz unterstützen kann. Also der Ansatz ist ja schon wirklich her. Durchgängige im Controller aller Implementierungen über alle Ebenen gegeben, Ihr Lieblings-V-Modell oder Ihr Lieblingsentwicklungsmodell. Sehr systemisch und prozessorientiert, auch eine durchaus holistische Herangehensweise. Also im Systems Engineering wird ja nicht nur über technische Subsysteme gesprochen, sondern auch über Menschen, Geschäftsprozesse, Qualitätsmanagement und so weiter und so fort. Die Realität, die wir versuchen, ein bisschen zu vereinfachen, ist natürlich ganz klar die IT-Infrastrukturkomplexitäten ein Stück weit managebar, handelbarer für die Endanwender zu gestalten, die sich eben tagtäglich mit ihren verschiedensten Authoring-Systemen herumplagen dürfen. Conviva Links 4 mit unseren drei Schritten zum ersten Mal konfigurieren, zusammenklicken, Daten extrahieren aus verschiedensten Töpfen, im zweiten Schritt dann zu definieren, wie sind die Zugriffsregeln auf diese großen Datenobjektsammlungen, die eben in unserem internen Terra-Graphen als Graph-Triple, hast du es gesagt, gespeichert werden. Im dritten Schritt dann beliebig konfigurierbare Endanwender-Frontends, immer schön anpassbar auf die jeweiligen Bedürfnisse der Leute, die ja wirklich tatsächlich real damit arbeiten wollen, weil sie auch eben diese Mehrwerte sehen. Die Suchprozesse, die sind ja wirklich immer, ich suche in System 1, dann suche ich in System 2, dann suche ich in System 3. Und wenn ich genau weiß, das ist eine bestimmte festgelegte Reihenfolge, das ist dann ein Geschäftsprozess,
Prozessregel, die wir unterstützen können, zu automatisieren, damit den administrativen Overhead wirklich versuchen zu minimieren. Ich habe das Ganze jetzt so ein bisschen aus dieser Systems Engineering-Sicht heute mal versucht zu beleuchten. Das klingt vielleicht immer noch ein wenig theoretisch. Sebastian, sag mal, wie ist denn das wirklich in der Praxis? Schaut's denn bei unseren Kunden aus? Ja, also es gibt natürlich eine Reihe von Kunden, die diesen Linked-Data-Ansatz schon praktisch verwenden. Und wir haben hier einfach mal ein paar stellvertretend rausgegriffen. Zwei große, einen OEM, nämlich die Firma GM und auch Opel weltweit, die diesen Ansatz bereits nutzen. Bei denen nennt sich das Ganze Smart Search. Das heißt, die haben zumindest initial mit 16 Datensystemen gestartet und wollten eben mit einem Data Warehouse und einer Enterprise Search herausfinden, wo so diese Abhängigkeiten sind, mussten sehr schnell feststellen, dass das eben mit so einem Ansatz gar nicht lösbar ist, sind dann letztlich auf uns gekommen und dieses System konnte innerhalb von wenigen Wochen mit einem Piloten gezeigt werden, dass das grundsätzlich technisch machbar ist. Und wir haben in 2013 in netto 6 Monaten ein System für 13.000 User weltweit aufbauen können. Das ist alleine schon mal von der Masse der angeschlossenen Systeme und der Komplexität der relationierten Objekte sicherlich eine Herkulesaufgabe und unterstreicht nochmal, dass das jetzt ein Ansatz ist, mit dem man auch schnell zu Ergebnissen kommen kann, wo man also nicht 2 Jahre spezifiziert und 3 Jahre entwickelt, um nach 5 Jahren zu sehen, hups, mein Datenmodell oder mein Use Case hat sich eigentlich schon wieder verändert. Ganz ähnlich war es bei Bosch, bei denen nennt sich die Lösung EPLM Navigator, Enterprise Product Lifecycle Management Navigator, die über die gesamte mechatronische Welt, über ihre Applikationen, über ihre Datenmanagementsysteme plus Projektmanagement, Dokumentmanagementsysteme, über die Produktionsdaten, also der SAP-Welt, quasi diesen grünen Layer, das deutet die Conviva-Schicht an, drunter gelegt haben und gesagt haben, wir wollen eigentlich von jeder Schraube eines Bauteils, von jedem Connector einer Platine wissen, wie hängt es mit anderen Komponenten zusammen, in welchem Werk wird es gefertigt und zu welchem Kundenauftrag gehört es. Und das sind produktive Lösungen, die Sie hier sehen. Diese Lösung ist mittlerweile für 40.000 User bereitgestellt. Das ist also schon eine recht schwergewichtige Nutzung, die da stattfindet, mit einem schnell erstellten Projekt. Auch hier hat es circa 6 Monate Nettoentwicklungszeit gebraucht, um quasi den ersten Release in Gang zu setzen. Und es gibt eine Reihe anderer Anwender. Es gibt aber auch zum Beispiel Analysten wie Gartner, die sich mit diesem Lösungsansatz beschäftigt haben, die gesagt haben, hey, das ist eine ziemlich einzigartige Lösung derzeit am Markt und uns dort attestiert haben, dass wir ein cooler Vendor sind. Das freut uns natürlich besonders. Wenn Sie das auch finden und dieses Webinar informativ fanden, dann freuen wir uns natürlich, wenn Sie die Unterlagen noch nachlesen wollen. Es gibt hier in diesem Unterlagenfeld Ihres Kontrollfeldes auch noch die Möglichkeit, das PDF der Folien runterzuladen. Sie bekommen aber von uns auch noch den Link automatisch zugeschickt, wo nicht nur die Folien, sondern auch die Aufzeichnung des Webinars nochmal zu finden ist. Das heißt, wo Sie sich das Ganze nochmal in Ruhe anschauen, anhören können oder gegebenenfalls auch das an Kollegen weitergeben können. Da freuen wir uns natürlich drüber. Joachim, vielen Dank für deine Unterstützung hier speziell zum Thema Systems Engineering bzw. Traceability im Systems Engineering. Ja, gerne. Ich würde Sie gerne noch auf 2 weitere Themen hinweisen, nämlich einmal werden wir am 11. Juli ein nächstes Webinar machen, wo wir noch eine Stufe technischer werden, wo wir tatsächlich mal ein bisschen detaillierter zeigen, wie baut man so eine Lösung. Dazu hilft uns der Linksphere Configurator, also das ist das Tool, mit dem man solche Lösungen baut, konfiguriert. Eine zweite Veranstaltung, auf die ich Sie gerne hinweisen möchte, ist unser Linked Data Workshop. In 2016 haben wir bereits damit begonnen, das Thema Linked Data gar nicht mal so sehr als Marketingveranstaltung, sondern tatsächlich thematisch voranzutreiben. Wir haben viel Unterstützung gehabt aus der Wissenschaft, aus der Industrie. Wir haben dort viele sehr interessante Workshops und World Cafés durchgeführt mit prominenten Gästen, die das moderiert haben mit Keynotes. Und wir wollen es dieses Jahr, oder beziehungsweise wir haben es dieses Jahr unter den Oberbegriff digitale Transformation
gestellt. Wie kann man also in heterogenen Landschaften diese Integration vorantreiben? Wie stellen sich so Themen wie habe ich einen Monolithen, also das, was wir mit Full Size hier mal so ein bisschen frech behauptet haben, wie stellt man das sich vor als Gegenüberstellung zu einem Linked Data Ansatz? Dazu laden wir Sie herzlich ein. Weitere Infos finden Sie, wenn Sie diesen Links hier folgen. Die Unterlagen bekommen Sie. Ja, ansonsten bleibt uns nur noch Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und Geduld zu danken. Sie können sich gerne an uns wenden, wenn Sie spezifische Fragen haben, und wünschen ansonsten ein schönes Schönen Wochenende. Restarbeitstag, Genau. Freitagnachmittag. Das Wetter schaut ja auch ganz toll aus. Schönes Wochenende. Alles da, vielen Dank und tschüss.